und jeden Freitag ein treuer Gast bei uns, Professor Hademar Bankhofer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen euch beiden und guten Morgen den Zuschauern. Ich muss sagen, ich freue mich jeden Freitag drauf. Wir freuen uns auch. Fit nach den Ferien ist heute das große Thema. Ja, erzählen Sie uns was drüber. Wir wissen doch, da kommen die Leute vom Urlaub zurück. Manche sind noch wochenlang gut aufgelegt und andere wieder sagen am nächsten Tag schon, ja, bin schon wieder urlaubsreif. Und das muss man bekämpfen. Und da muss man sich fragen, wieso habe ich so eine Hochstimmung, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme? Weil ich einfach randvoll gefüllt bin mit Glückshormonen. Serotonin, Dopamin. Da habe ich Höchststände bei mir in mir. Und die Kunst ist es, dass man schaut, dass man diese Glückshormone noch recht lang aufrechterhält. Und ich sage immer, da sollte man einfach das tun, was man im Urlaub getan hat, weiter. Wenn man viel Sport getrieben hat im Urlaub, Radl fahren oder wandern, dann sollte man das nachher zu Hause auch machen. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, dann halt am Wochenende, ist doch gut. Dann sollte man zum Beispiel nicht in den Supermarkt gehen einkaufen, sondern auf den Markt gehen. Da hat man so ein bisschen auch Urlaubsstimmung. Und Urlaubsstimmung bringt zum Beispiel, wenn man Freunde einlädt und denen zeigt, die Fotos aus dem Urlaub, wenn man ein Getränk mixt und sagt, das habe ich im Urlaub immer getrunken, ja. Und Melonen essen, ich sage immer, eine Melone ist wie ein Urlaub, ja. Und das ist natürlich schon sehr schön. Und bitte eines, das machen so viele, nach Hause kommen und sagen, jetzt muss ich abnehmen. Das ist sinnlos, das ist dumm, weil man die ganze Urlaubsfreude damit sich verdirbt. Ja, das heißt, abnehmen nicht gleich nach dem Urlaub. Das kann man ein paar Wochen später machen, aber das muss man nicht gerade jetzt machen. Ich war in diesem Sommer noch nicht auf Urlaub, aber jeden Freitag, wenn ich Sie sehe, empfinde ich auch Glückshormone. Allerdings das gibt ist es schön. Hier das ist schön, das tut mir gut. Allerdings gibt es ja dann auch, Sie haben es schon angesprochen, die Sorte, die kommen aus dem Urlaub zurück und sagen, jetzt bin ich urlaubsreif. Woran liegt das? Ja, weil die einfach zu schnell ihre Glückshormone verbrauchen. Und einfach einen Fehler machen. Sie stürzen sich sofort in die Arbeit, tun gleich Überstunden machen und denken nicht daran, dass so um die Jahreszeit wie jetzt zum Beispiel man noch ein bisschen lockerer leben kann. Und da sage ich immer, man sollte den Mut haben, nach dem Urlaub am Wochenende, zumindest von Freitag bis zum Montag in der Früh, das Handy abstellen. Damit man Ruhe hat, ein schönes Buch wieder lesen, eine Musik hören. Wenn man Hängematte hat im Garten oder auf der Terrasse, eine Hängematte aufhängen, sich hineinlegen. Und wenn es so schön ist wie jetzt, was angekündigt sind, die hohen Temperaturen, ja, dann sollte man sich aus einem Gartenschlauch eine Dusche machen und ein bisschen Strand spielen zu Hause. Eine Frage habe ich noch, das haben Sie eingangs erwähnt, dass Leute vom Urlaub zurückkommen, sie sollten genauso fortfahren, wie sie im Urlaub das getan richtig, haben. Richtig. Wenn ich jetzt die Sorte Mensch wäre, die am liebsten auf Urlaub fährt, eine Woche am Strand liegt, dann was mache ich, wenn ich nach Hause komme? Muss ja doch arbeiten, ne? Ja, das Arbeiten muss man schon. Aber die Freizeit sollte man nicht mit Jammern verbringen, sondern einfach ausnützen. Und das ist so wichtig, dieses bis zum letzten Ausnützen und sagen, heute ist Sonntag, heute gehört nur die Welt mir und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann sollte man zum Beispiel auch ein Maskottchen aus dem Urlaub mitbringen. Sollte sich das hinstellen. Ja. Und vor allem, die große Gefahr liegt darin, dass die Leute sagen, ja, und jetzt muss ich wieder arbeiten, nicht? Wie Sie gerade gesagt haben. Ja, in Wirklichkeit ist so, dieser Arbeit verdanken wir, dass wir dann in Urlaub fahren können, wie das nächste Jahr. Und darum sollte man schon blättern in Katalogen und nachschauen, wo geht es denn nächstes Jahr hin. Das hält einfach die Freude dran. Ja. Ja, Martin, du bist auch gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Mit welcher Stimmung? Absolut positiv, aber bei mir geht es ja auch wieder auf Urlaub. Von dem her ist die Vorfreude schon wieder groß. Das ist zum Beispiel auch ein guter Trick. Wenn man sagt, ich gehe eine Woche auf Urlaub, dann komme ich wieder zwei, drei Wochen und dann gehe ich gleich wieder eine oder zwei Wochen auf Urlaub. Das ist ein großartiger Trick. Ein taktischer Schachzug. Das große Problem ist dabei, ja, dass die Leute, wie gesagt, sich die Zeit nicht nehmen und die Urlaubsfotos nicht lang anschauen, sondern schon wieder alles weglegen und schon wieder in die Pflicht hineingehen. Mhm. Dieses Langsamsein, für sich da sein, das muss man lernen. Und dann ist man wirklich lange erholt und das ist also gut. Und darum habe ich gewarnt davor, eine Abmagerung, eine Schlankheitskur zu machen, um sich nicht die Tage zu verderben. Ja. Also hat das alles auch ein bisschen was mit Mindset zu tun, dass man alles positiv betrachtet. Richtig. Jetzt hat man natürlich ein Problem. Wenn ich euch so anschaue, junge Leute, da gibt es welche, die sagen, ich fahre im Urlaub und flirte, auf Teufel komm raus. Ja.
Oder man wird beflirtet als Frau natürlich, ja. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn ich sage, der Bankhof hat gesagt, ich soll nach dem Urlaub dasselbe machen, ja, weitermachen. Ja. Wenn jetzt es einen Partner gibt an der Seite, ja, das ist ja der Problem. Ja. Ein großes Problem. Ich glaube, ich würde Ärger bekommen. Ja, da kriegen alle einen Ärger. Ja. Wenn kein Partner da ist, ja gut, vielleicht kommt der nach und, oder sie nach. Und das ist schön. Aber wie gesagt, beim Flirten muss man verdammt aufpassen. Das ist nicht so lustig. Warum? Wenn man zurückkommt, okay, hat man Liebeskummer. Dann ist der Flirtpartner nicht zu Hause. Ja, das geht auch. Flirten Sie denn gerne im Urlaub? Ja, ich bin selten im Urlaub. Aber Flirten ist immer etwas Schönes. Nicht? Das hält aufrecht und hält jung. Flirten gehört dazu zum Leben, genauso wie das zum gesunde Leben, man kann Frühstück. Man auch mit dem eigenen Partner flirten. So ist es. Ja, das sollte stimmt. Man lernen. Sollte ja, sicher. Man unbedingt. Ja, eine Rose hinlegen und sagen, mag dich und so. Ja, das gesunde Frühstück. Das kommt nächste Woche, aber da werden Sie uns dann alles drüber erzählen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihren Besuch. Wir müssen leider in die Werbepause gehen aus Sendungszeitgründen, aber wir haben nächste Woche mal wieder Zeit für Sie. Ich danke schön. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch, Professor Hademar Bankhofer, mit seinen wöchentlichen Tipps am jeden Freitag. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Wir verabschieden uns jetzt in eine ganz kurze Werbepause und sind dann gleich wieder zurück für Sie.